Hallo und herzlich willkommen bei Creativers. Wir machen heute ein bisschen Hausbau weiter. Ich war im Offscreen so ein bisschen Baumfällen und sowas und ja, ich habe da jetzt ein bisschen was machen wir das Ganze mal so. So. Dann habe ich aber noch mehr. Ihr seht, ich habe ein paar Blätter. Darin. So. Was können wir noch brauchen? Da war ja, glaube ich, nichts. Da habe ich ein bisschen aufgeteilt, genau. Da habe ich die ganzen Blöcke so ein klein wenig verteilt. Und habe noch ein paar Kisten. Da habe ich noch Shredded Leaves. Was ich das letzte Mal auch schon gefunden habe, war Turmalin dann. War leider schon nach der Aufnahme ein Schwefel. Und ich habe zwei Zähnchen gefunden. Schaut's hier mal. Da. Das heißt aber auch, ich kann jetzt, 5 Rezepte lernen. Schauen wir mal, wo die 5 sind. Also da haben wir mal keins. Bei Explore haben wir hier eins. Unlock. Tada. Puh, ja, das könnten wir sogar bauen, glaube ich. Das Problem ist, ich muss eh alles, glaube ich, einmal bauen, damit ich das nächste dann lernen kann. Ja, Craft Iron. Und da auch Craft Iron Sword. So, jetzt müsste ich alle haben, oder? Genau, jetzt sind die 5 weg. So, dann würde ich sagen, kann ich nicht auch die Fenster machen? Moment, was bräuchte ich denn für die Fenster? Building. Wo sind die Fenster? Die habe ich natürlich übersehen. Stein. Holz. Oh, nein, Glas. Glas habe ich nicht. Also Fenster wird es heute keine geben. Gut, so leid es mir tut. Wo fangen wir jetzt an? Gute Frage. Ich würde sagen, fangen wir mal da vorne an. Wir haben ja da schon immer dazwischen. Die hier. Die konnten wir noch nicht setzen, weil wir es nicht hatten. Oh. Die können wir noch nicht setzen, die haben wir noch nicht. Könnte ich eventuell auch bauen, mal schauen. Okay. Moment mal, genau. Hätte man sie sparen können. Egal. So, ich sehe es. Dankeschön. Das Vergiften. So, hier waren die. X6. Ich hoffe, ich höre gleich auf. Ja, jetzt ist die Vergiftung zu Ende. So, hatte ich da zu wenig Gras? Okay. War gar nicht alles. So, da hinten haben wir aber zumindest die ganze Reihe Gras gehabt.
Das heißt, wir haben da so einen Mini-Balkon. Naja, nicht wirklich, weil durch den Zaun kann man eh nicht drauf gehen. Soll halt nur so mehr oder weniger Blumenkästen abgrenzt dann sein. Schaut aber auch ganz nett aus, finde ich. Wo ist denn das Gras jetzt hin? Ach, da auf der 2. So, dann nehmen wir wieder die hier. Und dann wieder die hier. Da geht es dann halt genauso weiter. Auch da waren wir, glaube ich, durch. Ja. Ja, ich hätte es von unten vielleicht auch noch setzen können. Aber ich denke, das kriegen wir doch so auch hin. So, weg damit. Das sollten wir heute einiges vom Haus weiterkriegen, denke ich. Zack. Da auch, da auch. Und hier auch. Sehr gut. Da sind es nur 9. Krass. So. Ja, jetzt können wir da oben weitermachen. Das, das. Jeder zweite war das. Hier haben wir es. Das heißt, es geht da drüben weiter. Da. Oh. Ja, Palmenblätter habe ich auch ein paar besorgt. Ich habe natürlich wieder, wollte eine Palme abreißen und habe im Endeffekt dann 2 Palmen gehabt. Die sind so gut zusammengewachsen, dass ich übersehen habe, wo die eine aufhört und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaut's doof aus. Also musste ich die andere auch noch abreißen. Lass mich da Stücke rüber. Genau. So. Dann haben wir 5. Und 5. Dann haben wir 8. Nee. Ich muss davor hier setzen. Es geht nicht anders. Jetzt kommen wir aber wieder hier und hier. Und dann geht es weiter mit der Nummer 8. Hier, hier, hier. Und hier, hier, hier. Dann wieder 5. Dann hätten wir hier wieder die 8. Und die 5. Jetzt fehlt mir hier immer noch das ganze Gras, Gebüschel, Zeugs, ja. So, da kommt das hin. Hallo, Liefi. Lass mich mal durch. Dankeschön. So, jetzt haben wir das mal so weit. Machen wir die Türe auf, ist gescheiter. Hallo, ihr Schweinchen und Liefi. Ja, die leben noch. Sie sind nicht despawned, das ist ihnen noch sonst nichts passiert. Okay, da haben wir auch noch so ein paar Blätter. Haben wir noch wo Blätter? Da fehlt mir noch ein Blatt. Und da vorne.
Dann kommen hier die her. Ah, da geht's halt weiter. Da kommt noch ein Stock drauf. Genau. Da haben wir so einen komischen Holzklotz nach oben, oder was? Tatsache. Da kann man so, so, so. Wir müssen dann irgendwie nach oben kommen. Na komm, Nummer 6. So, danke schön. Hier. Passt. Würde ich mal sagen. Das werden wir dann hier wahrscheinlich genauso haben. So. Ach, da kann ich eh noch gehen, genau. 4, 5, 6, 7. Aha, da oben kommen Fenster drauf. Ups. Na, bist du wohl. So, und da oben. Noch einmal. Lass mich da hoch. Dankeschön. Okay. Genau, da kommen wieder Fenster rein und da wird die Verbindung oben sein. Ja, es wird ein schön helles Haus mit vielen Fenstern. Da muss das Glas dann haben. So. Das war so mal, was ich von außen tun wollte. Innen kommen jetzt überall. So soll's hin? Echt? Ist euch das sicher? Ja. Ja, ich sag mal, ich glaub's, aber ich find's jetzt nicht, dass toll ausschaut. Aber warten wir mal ab, wie es ganz ist. Vielleicht stelle ich mir das auch gerade nur falsch vor. Notfalls kann man sie noch mal umbauen. So. Und da auch. Na gut. Yep. Upsle. Oh, das ist wieder komplette Fensterfront, auch nicht. So, dann schauen wir noch da hinten. Ich sehe schon, davon habe ich zu wenig hergestellt. Aber ich wollte jetzt auch nicht alles vorproduzieren. Ich habe mir gedacht, nur ein Stückerl. Damit wir halt ein bisschen weiterkommen. No. Oh, jetzt habe ich es nicht mehr. Okay. Egal, dann machen wir mal damit weiter. Mhm.
Oh, die müssen wir uns auch gleich wieder herstellen. Machen wir mal damit weiter. So. Hier natürlich auch. Zack, zack, zack und zack. Und hier natürlich auch. Zack, zack, zack. Genau. So. Ja, das war die falsche. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. So, was braucht man jetzt? Was sieht man als erstes? Wir bräuchten dieses Gras. Haben wir doch vielleicht ein bisschen was? Da nicht. Ist das das Richtige? Schauen wir mal. Ja, es ist das Richtige. Dann hätten wir nämlich da vorne mal Ruhe. Und keine Anzeige mehr, dass hier dauernd was fehlt. Genau, dann hätten wir dieses Teil hier mal halbwegs fertig. Da geht es allerdings dann weiter. Wird sich dann irgendwann nicht mehr ausgehen. Fürchte ich zumindest. So. Oh, ist schon wieder aus. Na gut. Aber immerhin haben wir schon ein bisschen was. Schaut doch ganz gut aus, das Gras, wenn das so runterhängt. Was braucht man für die Zäune? Woodrod und Twine. Woodrod und Twine müssten wir eigentlich... ein Woodrod, das ist voll viel. Schauen wir mal da. Da haben wir Twine. Okay, Holz haben wir ja noch, oder? Genau, dann nehmen wir notfalls jetzt einmal... Ich will den nicht nehmen, immer das da mal. Die brauchen wir dann auch noch. Ja. Okay. Welche Wurstlichter? Gerade die falschen, gell? Ja. Ich sag noch extra, die nehmen wir. Oh Mann. Da könnten wir noch ein bisschen Twine draus machen. So, dann schauen wir mal. Die brauchen wir für das hier. Dafür bräuchte man Glas, okay. Dann haben wir es jetzt 10 Uhr, das heißt, die Monster sind schon da. Also gehen wir kurz da hoch. No. 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 Ich will nicht auf dem Bett springen. Ey? So, jetzt aber. Ah, es schaut merkwürdig mit den Flügeln aus, wenn ich da so liege, aber okay. So, jetzt haben wir eine Nacht gepennt. Leider produziert in der Zeit nichts weiter, das ist eh klar. Weil die Zeit dann halt auch nicht vergeht, sondern er überspringt die Zeit. Deswegen müssen ja auch alle vom Server, also wenn man das haben will, müssen alle, die im Server sind, schlafen gehen. Aha. Interessantes Schweinchen. Danke.
So, dann schauen wir jetzt mal, was bräuchte man alles? Wir brauchen Sand, ist klar. Wir bräuchten noch 9 Bungalow-Stairs. Nur noch 9 Crackwood. Okay, das geht ja eigentlich. Da brauchen wir noch einiges. Da brauchen wir auch nur noch 20. Es ist eigentlich halb so wild. Die mopsen wir uns jetzt auch einmal. Eins, zwei, drei. Haben wir da noch irgendwo einen vierten? Da. Na gut, nehmen wir die da. Und die da. Und die da. Und hey, so viele brauchen wir nicht. Aus. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir eigentlich dann ein bisschen Sand entführen. Und da auch. Und eigentlich hätten wir da auch voll viel Baum. Nein, an die Bäume in meiner Umgebung habe ich mich jetzt nicht dran gewagt. So. Damit könnte man ein bisschen Glas herstellen. Oder wir verbauen den Sand, den wir brauchen. Weil Sand brauchen wir ja auch noch massig. Ich brauche eindeutig eine Wüste. So, dann schauen wir mal. Kann man Sand jetzt vielleicht einmal da herlegen? So. Zack, zack. Es wird doch, aber es ist leider sehr schnell wieder weg. Und die Fläche ist noch ein ganzes Stück lang, wo hier Sand reinkommt. Schauen wir mal, aber ich nehme an, es geht bis nach hinten. Oh ja. Ja, tut's. Da auch. So, und schon wieder sandlos. Aber es wird eindeutig weniger. Hier haben wir, glaube ich, die noch fehlenden Blöcke. Genau. Sehr gut. Dann schaut es eigentlich von hier herunten auch gut aus. Wenn man das eine Licht abdreht. Das ist wahrscheinlich kein Mensch. Krise haben wir gerade keine mehr. Ihr seid fertig. Dann kommen wir gleich davon. Wir schauen jetzt erst einmal, was die Bungalow-Stufen brauchen. Da sind sie. Melted Wax. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen Wachs. Müssten wir theoretisch hier haben. Bungalow-Stairs. 9 habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Schauen wir mal, ich habe jetzt mal 8. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe es so befürchtet. So, follow. Back. Komm raus. So, brav. Und das D. Back. Füttern werden wir euch auch ja demnächst. Ja, natürlich. Ich werde euch Felder anlegen. Mitten in die Sandkiste und dann schauen wir, wie das, wie euer Gemüse dort wächst. Hier. Ja, jetzt fehlt mir genau eins. Doof. Aber ist so, was soll's. Ja, müssen wir halt nochmal 8 herstellen. Sollte jetzt nicht die Katastrophe sein. Jetzt habe ich die gerade so schön fertig hier. Ich glaube, ich muss mir gleich nochmal welche schneiden.
So. Da können wir das Lampen. Momentan nehmen wir ja die hier. Hier auch. Bin mal gespannt, früher oder später hätte ich gerne die richtigen Lampen hier. Weil es natürlich ganz anders ausschaut, wenn da Fackeln brennen. So. Zack. Nee. Das ist schon eher. So. Nachdem die da auch richtig ausgerichtet sind, nehme ich auch an, dass das andere passt hat. Was wollen die dann halt so? Wie schaut es jetzt aus mit, da fehlen mir noch fast 30. Okay. Und wo? Ach so, lass mich mal raten. Wieder hier. Eieieiei. Wie viele Büsche habe ich denn noch? Einige. Lass mich da mal nach oben bauen. So. Oh. Okay. Lass mich da mal raus. Kommen da jetzt am sinnvollsten hoch. Am besten gehen wir mal hier hin. Und überlegen uns dann, dass wir hier noch was brauchen. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier und hier. Autsch. So. Passt. So. Was ich jetzt noch nicht habe, ist natürlich um das Dach. Gehen wir mal da hoch. Komm, lass mich hoch. So. Wisst ihr was? Dann fangen wir da vorne an. Und ich fange jetzt hier an. Die unten, die muss man halt dann von unten setzen, egal. So, dann machen wir hier weiter. Hier haben wir eine gerade Linie. Na gut. Okay, und hier geht's los. Einmal, zweimal. Wunderbar. Wenn sie sich auf dem richtigen Slot legen würden. So. Ich sagte ja, heute kommen wir mit dem Haus ein bisschen weiter. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn man da sitzt, sich überlegt, wann nehme ich heute auf, weil eigentlich warte ich auf den Packerl. Und ja, da steht nur Auslieferung heute. Ich habe keine Ahnung wann. Also sitze ich eigentlich da und warte die ganze Zeit auf ein neues Headset. Naja, mal schauen.
Früher oder später wird er schon kommen. Vielleicht. So, dann kann ich nicht das Headset bald entsorgen. Das hat eh schon einen Wackler. Gott sei Dank nicht beim Mikro, sondern beim Kopfhörer. Ist ziemlich nervig. So. Passt. So. Zack, zack. Ups. Kann man auch einfach mal dicht machen. Dann haben wir nicht das Haus vielleicht so weit, dass wir da drinnen keinen Besucher mehr kriegen können. Dann hätten wir schon voll entspannt. Das wäre cool. So. Sehr gut. Warum auch immer dieses Dach so ausschaut. Es ist so wie ein Blueprint. Okay. Na komm, hallo. Und da kommen bitte so Grasbüscheln runter, okay? Gehen sich jetzt ein paar Fenster aus? Nein, weil ich kein Glas habe. Es hängt immer an irgendwas. So. Wunderbar. Boah, schaut doch so ganz nett aus. Jetzt finden wir da natürlich noch die Fenster überall. Da ein bisschen Thatch. Ich bin mal nervlich am Ende und schau mal nach, wie es da unten ausschaut. So, was haben wir jetzt? Also, uns fehlen noch ungefähr 110 Blätter. 100 Gräser. 6 Lampen. 34 Blümchen. 140. Ja, okay. Über 140 Fenster. 3 Gras. Die 3 Gras sollten aber kein Problem sein. 20 Thatch, 1 Holz. Das ist aber jetzt nicht euer Ernst. 1 Holz. Oh Mann. Wie soll ich denn das eine fehlende Holz jetzt dann finden? Hm. Ich würde sagen, ich schaue mal bis zum nächsten Mal wieder ein paar Ressourcen. Ich werde sicher nicht alles holen. Aber ich möchte schauen, dass wir hier weiterbauen können und dass wir demnächst dann auch fertig sind. Ja. Heute ist einiges weitergegangen hier. Das eine fehlende Holz wurmt mich jetzt. Aber ich denke, das werden wir schon finden. Spätestens nachher. Also, das finden wir schon. Genau, also ich sag, mit diesen Bildern hier, tschüss, ciao, baba, bis zum nächsten Mal.